Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Muss mich. Also, es wird noch gute 200 bis 300 Folgen dauern, bis ich das Spiel starten kann, ohne dass ich total nervös bin. Ach, dann wollen wir mal reinstarten. Ich weiß gar nicht, wo waren wir letztes Mal? Oh, ja, wir waren in diesem komischen, gruseligen Lagerhaus. Wir wollten den Aufzug benutzen. Ja, dann machen wir das mal, denke ich. Ach genau, wir standen hier in der Ecke. Und wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir die Handkurbel bereits da. Und wir haben auch die komischen Dinger schon aufgekurbelt gehabt. Allerdings hatten wir noch keinen Behälter. Deswegen gehe ich mal kurz hier hoch und ich hier umschauen. Hier irgendwas. Aber kein natürliches Licht. Ist natürlich doof. Ne, hier geht es nicht lang. Darunter die Ausrüstung. Ja, ich gehe mal nicht oben, obwohl es muss ja eigentlich hier unten drin sein. Ich gehe mich trotzdem mal oben und gucken, vielleicht ist es ja. Nee, nee. Ich denke, es wird hier unten sein, das, was ich suche. Die Behälter. Ich bin zu doof, um gerade zu finden. Müssen wir Öl finden. Dann will ich mich einfach mal umgucken hier. Okay, jetzt sehe ich nichts mehr. Hier unten haben wir die Ausrüstung, gehe ich mal da gucken. Irgendwo muss das ja sein. Nein, hier ist keiner. Dann kommen wir raus. Aber wo ist der Behälter, an dem ich das rein tue? Irgendwo hier oder da? Ne. Hier auch nicht und hier auch nicht und hier auch nicht. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, als ich angefangen habe. Egal. Hier auch nicht. Ehrlich gesagt, finde ich es hier gar nicht so schlecht, weil bis jetzt noch nicht so wirklich Motor getroffen bin hier. Ich habe Angst, dass in den anderen Bereichen dann welche sind. Und mein Öl ist alle. Egal, dann werde ich wohl mal zurückgehen müssen. Weil hier ist ja eindeutig nichts. Oder ich schaue mich hier kurz nochmal um. Hier kam ich nicht durch. Ich auch nicht. Gut. Ja, dann werde ich mal in den anderen Räumen gucken müssen. Na egal. Was wird schon passieren, dass bisher in der Burg keine Monster kommen, ne? Wie gesagt, es ging auch hier oben noch mal. Besten, ja. Gehen wir erstmal da rein.
Irgendwas hat mein Zimmer durchsucht. The French quickly dispatched the search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay. Komm schon. Geh weg. Oh, was ist das? Na, da noch, ne? 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. I continued reading the peculiar text. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay. Also was total ungewöhnliches. Was ist das? Oh. Ach, Öl. Öl. Perfekt. Auf, auf, los, geh auf. Ja. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Oh my God. Was war das? Hört ihr das? Ich hab grad... Irgendwas ist da draußen. Ich glaube, es ist gegangen. Alles okay. Something was wrong. Oh, so wrong.
Okay, wie gesagt, wir müssen immer noch nicht mehr Wälder suchen, den wir hoffentlich in diesem Studierzimmer hier finden werden. Immer hier nach, vielleicht finden wir hier einen Wälder. Oder Öl. Öl wäre cool. Öl wäre echt super praktisch. Wie geht's nach draußen? Ich wusste nicht, dass es hier sogar draußen gibt. Dann weiter geht's. Also. Die Musik hier ist echt gruselig. Was ist hier passiert? Okay, ach so, das ist dein Zimmer. Ja, was macht der denn hier für eine Scheiße? Jetzt sammelt er so eine kranke Scheiße in seinem Schreibtisch, also wirklich. Außer ich. Oh Gott. Sonst ist hier nichts drin, außer... Was ist das? Ein Hund. Den Schlüssel, ja, nein, von dem Weg um die Truhe herum. Okay. Okay. Ah, ich weiß. Oh, cool. Ich suche mir schnell was zu aufbrechen. Ja, ist das. Was ist das? Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und da verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Okay. Das sagt mir gar nichts.
Es war nur ich selbst. Ah, Öl. Ah, wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Kampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen, hoch 8 und runter 8. Achte darauf, der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktionen Trinity Dampfanlage. 4 Phasen Amplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Okay. Ich brauche Öl, Leute. Nicht so ein billiges Zünderboxenzeug. Okay. Okay. Das geht jetzt wieder zurück. Wieso ist der Baum umgefallen? Ist doch voll unnötig, Leute. Jetzt haben wir immer noch keinen Behälter gefunden. Der ist neu. Mal hier. Ich weiß irgendwas. Okay. Dann gehe ich zurück. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative for your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Also zurück in den Lagerraum, weil irgendwo da muss dieser Belter sein, den wir suchen. Es ist die Tür zu. Ich bin schwer, dass ich die offen lassen hatte. Hier ist es nicht. Warum ist der Raum wieder aufgeräumt? Ja, es muss da unten sein. Irgendwo hier wird der Behälter sein. Oh Mann, das Spiel ist echt gruselig. Ich muss diesen Behälter finden. Ach, du wolltest mich doch verarschen. Vorhin haben sie den nicht. Na, egal. Beim letzten Mal haben sie den nicht angenommen.
Na egal. Na egal. Weiter geht's. Jetzt können wir endlich hinten durch. Aber so oder so, ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin neutral. Bis dann.